Ich bin Natascha Mieletkovic, komme aus Bremen und arbeite seit jetzt bald 2 Jahren bei der IAV in Gifhorn. Und in meiner Rolle als Key Account Managerin bin ich in München vertreten. Einfach erklärt, bin ich eine Art Dirigentin oder unser Team ist eine Art Dirigenten, die, wenn man sich das so vorstellt, ein Orchester so ein bisschen orchestrieren und schauen, dass alles funktioniert. Wir haben auf der einen Seite beispielsweise Abteilung XYZ mit ihren Kompetenzen, auf der anderen Seite haben wir den Kunden und wir versuchen, das Ganze in einen harmonischen Einklang zu bringen. Eine ganz besondere und auch ganz brandaktuelle Thematik, an der wir gerade arbeiten, ist unser 5G Campus. 5G als Technologie, hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört, bildet quasi die Grundlage für das autonome und vernetzte Fahren. Und wir haben bei uns in der IAV Gifhorn einen sogenannten Campus aufgebaut, das ist ein großes Netz. Und hier testen wir auch mit verschiedenen IT-Dienstleistern im Übrigen zusammen, partnerschaftlich, was es für Use Cases gibt. Also ich glaube, man kann schon sehr genau sagen, dass wir in der automobilen Welt vor großen Herausforderungen stehen. Sei das der Umstieg der Antriebe, sei das das veränderte Mobilitätsmuster der Nutzer. Das sind alles so Sachen, die für die Automobilbranche einfach eine Herausforderung sind. Und wenn wir jetzt mal auf die Automotive IT gucken, dann haben wir hier ganz im Speziellen dieses vernetzte Auto, von dem wir immer alle sprechen. Und eine große Herausforderung, die ich sehe, ist, wer stößt hier eigentlich den ersten Stein an? Es gibt so viele tolle Ideen und Zukunftsvisionen, die wir alle schon kennen, sei das das autonom fahrende Auto oder was auch immer, eine Stadt der Zukunft. Und es ist immer die Frage, wer macht jetzt den ersten Schritt? Weil man muss sich das aktuell so vorstellen, es gibt total viele einzelne Insellösungen, die für sich gedacht, sei das von Automobilherstellern, IT- und Dienstleistern, wem auch immer entwickelt, sehr viel Sinn machen. Aber das Ganze jetzt für die komplette Infrastruktur auszurollen, ist einfach noch ein ganz großer Knackpunkt. Da stellen wir uns die Frage, welche Schnittstellen werden genutzt? Wie wird die Systemarchitektur aussehen? Auf welche Systeme greifen wir zurück? Und wer wird sozusagen derjenige sein, der das hochhalten kann und sagen kann, wir nutzen jetzt dieses System? Das sind ganz spannende Zeiten. Die IAV hat die Qualitäten, möchte ich mal sagen. Wir haben eine Belegschaft, die top qualifiziert ist, genau diesen Herausforderungen zu begegnen. Das hat nicht nur unbedingt was mit fachlicher Expertise zu tun, sondern auch in der Agilität des Denkens, dass wir uns zusammensetzen und gemeinschaftlich eine Lösung finden, die genau diese Probleme adressiert, die wir gerade vorfinden. Oder vielleicht auch sogar nicht nur Probleme, sondern auch Zukunftschancen, wo wir sagen, hier können wir als unabhängiger Partner beratend nicht nur unterwegs sein, sondern auch wirklich helfen. Ich persönlich möchte mit meiner Arbeit bei der IAV eigentlich eine Brücke schlagen. Die Brücke zwischen IT und unserer automobilen Welt. Und das, was dabei für mich am wichtigsten ist, ist eigentlich die Expertise meiner Kolleginnen und Kollegen mit dem zu matchen, was unsere Kunden und unsere Partner brauchen. Und natürlich steht über all dem, dass mein persönlicher Antrieb ist, Zukunft Gegenwart werden zu lassen. Die automobile Welt der Zukunft ist für mich eigentlich zweigeteilt. Wenn wir uns dediziert das Auto angucken, dann würde ich mir persönlich wünschen, dass wir auf der einen Seite mehr Nachhaltigkeit umsetzen und auf der anderen Seite mehr Mut für kreative Ideen haben. Und wenn wir jetzt das gesamte Ökosystem Automobil mit all seinen Teilnehmern betrachten, dann würde ich mir wünschen, dass wir wegkommen von diesem autark laufenden Ökosystem, also dass jeder so seine Insellösung hat, sondern hin zu dem Vernetzten, dem Gemeinschaftlichen. Und das ist ja auch das, wofür ich als Automotive IT Key Accounterin stehe. In meiner Rolle Key Account bin ich natürlich immer wieder gefragt, auch eine neue Perspektive einzunehmen, zu gucken, wie gestalten sich Kundenbedürfnisse, wie entwickelt sich der Markt, wie können wir ein Angebot, was wir gesetzt haben, vielleicht doch aus einem anderen Winkel betrachten und noch mehr Mehrwerte schaffen. Also das ist für mich schon eine Sache, die sich sehr einverleibt hat und die ich auch für die Arbeit sehr gut nutzen kann. Was mich trotz vieler Widrigkeiten, die uns im Alltag begegnen, eigentlich immer ganz positiv stimmt, ist der Mensch an sich. Und ich weiß, das klingt jetzt im ersten Moment ganz philosophisch, aber ich meine das ganz pragmatisch. Wenn wir zurückblicken, wir haben als Menschen immer eine Idee gehabt oder eine Technologie entwickelt, die uns nicht nur den Alltag, sondern auch das Leben so deutlich einfacher gemacht haben. Und deswegen blicke ich ganz zuversichtlich in die Zukunft und freue mich auf all das, was kommt, weil ich einfach im Hinterkopf habe, dass wir das schon schaffen werden.